die noch nicht existierte. Eine Zeit, in der eine Sonne den Himmel erhellte. Eine Zeit vor nix. Du redest, als könnten wir irgendetwas ändern. Ich habe noch niemals den Himmel gesehen. Und auch nix ist noch niemals zu uns herabgestiegen. Warum ist das so wichtig? Du solltest aufhören, ein Dach nach dem anderen zu reparieren, sondern ein Teil der Bewegung zu werden, um diese kaputte Welt wieder in Ordnung zu bringen. Du und ich, wir beide haben unterschiedliche Vorstellungen, wie man aus dieser Welt einen besseren Ort macht. Wir alle tragen tief versteckt in uns ein Geschenk. Wenn die Zeit gekommen ist, erhält jeder von uns die Möglichkeit, es zu finden. Sei gewarnt, dass sich böse Mächte gegen dich verschwören werden, wenn du dich dafür entscheidest, dein Geschenk zu akzeptieren. Dunkelheit, Depression und Selbstzweifel werden versuchen, dich zu schwächen. Doch du bist machtvoller, als du es dir je vorstellen könntest. Wenn du nach Rat und Hilfe suchst, sei sie dir gewährt. Schutz sei dir gewährt. In dieser Kraft und Stärke verlieren, die weit über deine eigene hinausgeht. Die Art von Macht, die sich jeder Logik widersetzt. Die Art von Macht, die nur ein Gott verleihen kann. In einer Welt, die von Gier, Furcht, ständigen Ablehnungen und Eifersucht kontrolliert wird, müssen uns alle die gleiche Frage stellen. Ist dein Licht stark genug, um in der Dunkelheit zu leuchten? Thank you.